Jetzt sicher ist sicher. Ihr seht schon, ich bin wieder unterwegs. Ja, dieses Mal ein alter Speicher. Und wir waren schon auf der anderen Seite in dem Speicher drin. Heute bin ich wieder zu zweit. Später werden wir dann noch mal mit Lausitz-Tours. Sim Master ist jetzt dabei. Und wir gucken uns den alten Speicher an, der umgebaut wurde zu einer Disco. Und nur einmal im Betrieb war und dann gab es irgendwie Anwohnerbeschwerden, dass es hier zu laut ist. Ja, man sieht schon im Hintergrund, der wurde leicht umgebaut. Sehen wir gleich, was es hier so gibt. So, ihr seht schon im Hintergrund jetzt hier so Graffitis an der Wand. Da, da und da hinten. Ich schätze mal, hier unten war dann der Feierraum drin, wo dann gefeiert wurde. Beziehungsweise die Tanzfläche und alles. Ja, und ja, dazu auch schon drin gebrannt, das sieht man auch. Und wir gehen jetzt gleich dahinter. Dann gibt es hier noch einen Keller und es gibt noch 4 Etagen nach oben. Wurde nicht alles umgebaut, aber ich zeige euch, was man hier noch so geiles sehen kann. Ja, ich bin jetzt hier hinten. Hier drüben steht noch jemand. Und hier hinten sieht man noch so ein bisschen ein paar Sachen liegen auf dem Boden. Aber halt alles sehr, sehr verrückt. Oder so, gehört hier nicht rein. Dreh euch mal. Sieht man alles hier noch so rumliegen. Mit dem Ton. Hoffe, das passt so. Habe extra mein Flauschenmikrofon dran. Und ja, jetzt geht es erstmal in den Keller runter. Und dann gucken wir uns den Rest hier drin an. Hier war wahrscheinlich mal dann der Haupteingang, wo man bezahlen musste, um dann hier feiern zu können. Hier unten im Keller hat man noch so ein, würde ich mal sagen, Zeitzeugen. Leider fehlt alles, was hier drin war. Man kann hier noch so ein Knöpfchen drücken, aber bewegen lässt er sich nicht mehr. Ja, läuft auch aus, das sieht man hier vorne. Nein, das ist kein Blut. Letzte Prüfung. Schwer. Nächste Prüfung. Also das ist schon etwas älter, das Gefährt. Und der steht jetzt hier und macht sein Dasein. Da hat man so ein paar Tische noch, sehe ich. Und wieder so schöne Graffiti, die scheinbar dann hier zum Feiern so vorher rangemacht wurden. Hier haben wir noch so Tische. Ich würde sagen, das sind Tische oder so eine Rollwagen. Vielleicht so zum Schieben. Damals gewesen. Also ich zeig euch mal, wie es meine. Vielleicht so zum Schieben gewesen, wo man den Tisch hinschieben konnte. Oder halt, es waren so eine Lagersachen, dass man die Sachen einlagern konnte. Wir haben noch so Untersetzer, ganz viele liegen. Und die alte Preisliste liegt hier sogar noch rum. Und das können wir uns dann später nochmal angucken. Ich habe jetzt mal so einen Raum noch leicht eingerichtet. Mit so einem Nachtspeicheröfen. So einer Werkbank drin. Wahrscheinlich hier so der Raum, wo so Elektrik gemacht wurde. Ja, was hier wohl noch vorging am Ende. Eine alte Waage, eine alte Krankenliege steht da hinten. Ja, die ist aber auch schon länger hier. Da hat man diese Krankenliege. Wo ist das? Das liegt hier überall rum. Leicht angebrannt schon. Ja, und ich denke mal, die werden hier in so einem Karton drin gewesen sein. Scheinbar hat sich hier noch mal jemand beworben und ja, ich habe keine Handschuhe an die hinten nach Hause, aber ist leer. Wenn man so guckt, hier liegen überall so Sachen noch rum von damals. Eingabeprotokoll, Abschreibung, Prognosen, also vielleicht hat sich es am Ende hier nicht mehr gelohnt, diesen Club zu führen oder ja, was war der Grund, warum es hier auf einmal aus war, dass es hier nicht mehr weiterging. Ich weiß nur, es gab Beschwerden, dass es zu laut ist und ja, mehr kann man darüber nicht herausfinden. Ja, alles sehr komisch, aber es ist eine sehr spannende Location, muss man sagen.
Hier hat man so einen Schrank liegen und einen Sessel. So, ohne Ausblick, mit Brettern. Ja. Von hier unten kann man nochmal reingucken, wo wir herkommen. Das geht jetzt bis ganz hoch. Ihr seht, ich habe jetzt eine Maske auf. Oben ist die letzte Etage. Da ist komplett mit Taubenkot voll und dadurch haben wir jetzt eine Maske aufgesetzt. Sicher ist sicher. Dann würden wir sagen, gehe ich mal hoch. Seht schon, hier oben ist sehr viel Taubenkot. Dadurch haben wir jetzt die Maske auf, weil kann halt Krankheiten übertragen und. Dadurch haben wir uns entschieden, tragen wir eine Maske. Sicher ist sicher. Man muss auch sehr aufpassen, weil hier sind überall Löcher am Boden. Ja. Aber hier oben ist halt komplett leer. Und den anderen Speicher, den kennt ihr ja schon. Da habe ich euch ja schon mal mitgenommen, drüben der Speicher. Das ist halt der andere, wo ich meinte, das war mal ein Club. Hier hat man noch so. Ich glaube, da waren Teile von einem Motor. Aber mehr auch nicht. Man hat hier noch so, weil sich hier noch mal Jugendliche hingesetzt haben vielleicht. Und hier ging es mal hoch, ist komplett weggeschnitten worden. Oh. So Leute, wie ihr seht schon. Maske kann jetzt ab. Hier auf der Etage über uns, zwei über uns, ist die Schlimme mit den ganzen Taubenkot. Und ihr seht schon, wir sind am Ende der Tour angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt sieht man mal, hat man mal beide gesehen. Einmal drüben den, wie er mal aussah. Und wie es jetzt aussieht, wo er umgebaut wurde. Und warum es nicht mehr weiterging, weiß ich leider nicht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.